Diesmal muss es ein Volltreffer werden. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach eine Zeitenwende, doch bisher hatte gerade das Verteidigungsministerium Ladehemmungen. Es braucht eine schnelle und kompetente Nachfolge von Christine Lambrecht, fordert die Opposition. In der Bundeswehr gibt es eine Leistungsbeurteilung nach Eignung, Befähigung und nach Leistung. Und das sind auch die Maßstäbe, die an die neue Bundesverteidigungsministerin oder den neuen Bundesverteidigungsminister gestellt werden müssen. Doch der Bundeskanzler hat ein Frauenproblem. Sollte nach dem Rücktritt von Lambrecht zum Beispiel SPD-Chef Klingbeil ihr Nachfolger werden oder Hubertus Heil vom Arbeits- ins Verteidigungsministerium wechseln, müsste eine zusätzliche Frau ins Kabinett berufen werden. Und im Herbst droht der nächste Abgang, wenn Innenministerin Faeser nach Hessen gehen könnte. Auch da würde Scholz wieder eine Frau benötigen, wenn er an seinem Versprechen festhält, die Regierung zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Diese Bedingung kritisiert der Koalitionspartner FDP. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki meint dazu, der Bundeskanzler sollte das für Deutschlands Sicherheit wichtige Verteidigungsministerium nicht unter paritätischen Gesichtspunkten nach Geschlechtern, sondern nur nach Kompetenz besetzen. Ähnlich sehen das wohl auch viele Menschen in dieser Situation. Ja, einfach eine Fachperson hinsetzen, die auch wirklich die Ahnung hat. Da müsste ein General AD hin. Frauen in einer Position sind nicht schlecht, aber es wäre besser, wenn es eine Frau wäre, die auch gedient hätte. In jedem Fall muss Kanzler Scholz die Nachfolge schnell bestimmen, damit der Abgang seiner Ministerin nicht für die Regierung zur Hängepartie wird.